Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skyforge. Und heute zeige ich euch, was in meinem Täschchen ist. Ja. Und zwar kann ich jetzt diese drei Gegenstände hier endlich aktivieren. Wenn man den Hafen von Naori halt abgeschlossen hat, kann man sie halt öffnen. Da sind halt viele, viele nützliche Klamotten drin. Zum Beispiel den Kristall, den ich natürlich sofort aktivieren werde. Dann haben wir hier noch einen Eisramm, den ich natürlich auch direkt aktivieren werde. Dann, was haben wir hier? Großes Funkenset. Oh. So, jetzt haben wir 1000 dazu. Was haben wir hier noch? Ring der Stärke, Ring des Glücks. Alles natürlich plus 30. Das ist natürlich Bombe. Bombe, sag ich nur. So, gehen wir mal bei Ausrüstung hin. Und packen jetzt einfach mal die anderen Sachen da rein. So, das ist der hier auch mit 32. Und hier haben wir noch den blauen Ring. So. Jetzt haben wir hier natürlich auch wieder extra viel mehr Punkte bekommen. Höheren Rang. Dafür gibt es 100. Wie viel habe ich? Ich habe nur 100. Egal. Wir erhöhen den Rang. Knallen da erstmal direkt wieder alles voll. So, dann haben wir Rang 1 und den komplett voll. So, hier können wir jetzt auch wieder ein paar Verbesserungen reinmachen. Wir haben ja jetzt wieder ein paar bekommen hier. Und bei den Ringen machen wir natürlich das gleiche. Wir machen das Level auf jeden Fall voll. So, jetzt haben wir hier natürlich übelste Verstärkung schon drauf. Das wird uns schon mal sehr, sehr viel geben. Und hier der Kristall, der neue, der sieht natürlich auch richtig geil aus. Richtig groß, richtig stylisch. So, damit sind natürlich meine Prestige-Punkte auch wieder höher gegangen. Ich habe jetzt mittlerweile 687. Habe hier nochmal eine Belohnung, die ich abholen kann. Was war noch? Ich habe noch jetzt, aber die Tasche habe ich voll. So, was haben wir denn noch? Patronengürtel. Patronengürtel. Schnelle Feuer bewegt mich schon. Was ist für Kanonier? Berserker. Lichthüter. Deswegen können wir auf jeden Fall schon mal zerlegen. Das ist das alte. Das ist auch das alte. Das kann man auch zerlegen. Ich kann eigentlich alles hier zerlegen. Weil die Sachen, die brauche ich alle gar nicht. Schwert des Hüters. Das ist für Kanonier, Berserker, Lichthüter. Gut, ich zerlege die jetzt einfach alle. So, zerlegen. Jawohl. So. 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 Die Ringe kann ich auch direkt alle mit zerlegen. Hier gibt es natürlich auch wieder nochmal Punkte. Das sind so diese mittleren. Gibt es auch nochmal 50% mehr. Ne. So. Den kann ich auch zerlegen. Was ist hiermit? Nicht genügend Prestige-Punkte. Also mir fehlen noch ein paar Prestige-Punkte. Dann kann ich das nämlich auch aufmachen. So. Was haben wir hier? Schlüssel für den Gleiter. Den wollen wir natürlich auch haben. So. Jetzt haben wir natürlich den Gleiter. Ich kann euch den mal zeigen. Hier. Der ist natürlich absolut hammergeil. Dafür gibt es auch nochmal Punkte. So, jetzt gehen wir erstmal die Quest ab, die wir beim letzten Mal gemacht haben. Ich zu der Frau hier hin. Oh, jetzt habe ich es mir gedrückt. Ich möchte die Geschichte des Gravediggers von jemandem reliable hören. Jemand, der alles mit seinen eigenen zwei Augen sah. Greetings. I've heard about your bravery. I heard you had an encounter with the Gravedigger. The enemy is still at large, but his time is running out. We'll crush that monster.
The entire planet is in peril. It is the duty of every immortal to help catch the Gravedigger. We will not rest until he has been captured. The well-being of Aelion is in our hands. Talk to Harita. She can give you the details. Now we know that many have seen the Gravedigger. Some paid him no mind, and others ran in terror. You were the only one wise enough to realize the underlying threat and raise the alarm. So, gibt's erstmal direkt wieder eine Dings hier, eine Belohnung. Wieder diese Punkte. So. Hier wieder an diesem Schalter. Warum ich das immer machen muss, das weiß ich allerdings noch nicht. Ist halt ein bisschen blöd. Jetzt kann ich hier wieder rausgehen und die Sache ist geritzt quasi. Was haben wir hier oben denn noch? Achso, jetzt haben wir hier Reittiere noch. Gleiter habe ich jetzt. Das ist halt der Gleiter, den ich halt habe, ja. So. Was haben wir hier? Das ist jetzt der Marktplatz. Hier kann man sehen, kann man Verbesserungen kaufen, halt für diese Credits. Dann hat man hier noch Ressourcen, Verbrauchsgegenstände und halt Kostüme. Zum Beispiel hier Unterwäsche kann man kaufen. Hier noch verschiedene Anzüge. Wie viele habe ich jetzt? Wie viele Punkte? Ich habe 100.000 verfügbar, 48.000. Naja. Das ist auch alles 100.000, 100.000. Ich guck mal, was ich mir überhaupt leisten kann. Oh, jetzt war ich zu weit. Da. Ab hier kann ich mir die Sachen leisten. Flippig. So. Party. Das sieht ja mal richtig cool aus. Das überlege ich mir gleich. Dann noch etwas, was besser aussieht. Ja, das hier. Kaufen. Bitte. So, jetzt habe ich mir hier so ein neues Outfit. Ach, das muss ich noch auswählen. Okay. Styling. Wo ist es denn? Hm? Wie so ein Roboteranzug? Ach so, okay. Jetzt habe ich es. Okay. So, speichern. So, das ist jetzt mein neues Outfit. Finde ich zum Beispiel richtig cool gerade. So. Wo muss ich denn jetzt hin? So, da oben rechts irgendwo hin. Ja, mit dem Gleiter kann man sich schon extrem viel schneller fortbewegen. Interested in the Gravedigger's story? So far, only one immortal saw the Gravedigger has made any sense of it. His name's Marcus. You can find him over at Isola Diggs. Go talk to him if you wish. Ja. Soll ich zur Ausgrabungsstätte? Wo ist die denn? Ausgrabungsstätte, hier haben wir sie. So. Das ist der erste, etwas größere, also die etwas größere Instanz. Die werde ich, glaube ich, auch nicht in einer Folge halt schaffen. Das geht über mehrere Folgen hinweg. Weil das Ding einfach so dermaßen groß ist. Ja, das ist schon echt, hui, was ist er denn für einer? Der sieht ja mal cool aus. Der sieht optisch echt geil aus. Ja, wollen wir erstmal die Quest annehmen. Sure, I'm glad that the Immortals responded. You'll help us, right? Our research group has been busy working at the dig site, studying Eli's legacy. Have you heard of it?
The energy source that's keeping this archipelago up in the air for us can bring prosperity to Aelion. So, there we are digging, and then these bandits appear. They attacked our camp and made off with all the valuable relics. I dread to think what will happen if they ever hit the black market. The damage they dealt is tremendous, and I'm worried because I can't reach the other scientists. I just don't know what to do. Okay, ich wollte nochmal optisch mal gucken, ob ich da nicht vielleicht... So. Sieht doch viel besser aus. Oh, hat er nicht übernommen. Okay, warte, Moment, Moment. Kopfbedeckung. Bedeckung weg. Speichern. So. Jetzt kann man hier sehen, welche Aufgaben ich alle zu erfüllen habe. So. Hier haben wir schon mal den ersten Roboter. Hier, ich habe noch Belohnung, die kann ich noch abholen. So. Okay. Jetzt müssen wir die ganzen Viecher halt killen. Jetzt relativ schnell down gehen, weil ich halt diesen neuen Kristaller habe. Mein Gott, die sind aber schnell. Zack. Da ist immer einer dabei, der ein bisschen mehr drauf hat. So. Oben ist dann mal wieder ein neuer Roboter. Wo sind die Daten? Oder ist der hier unten? Ach, da unten ist der. Mist. Den habe ich nicht gesehen. So, weiter geht's. Also jetzt muss ich hier quasi Daten abrufen und Roboter da aktivieren. Ich gehe mal hier rüber. Vorne ist noch ein Roboter. Vorne gibt es auch noch irgendwelche andere Aufgaben, die ich noch lösen muss. Hier ist auch noch ein Roboter. Ja. Hi. Ein Viecher, die ich so töten muss. Hauen wir die auch direkt mal weg. So. Download beendet. Ah ja, jetzt kommen die Roboter wieder. Ja, ich kenne die Instanz hier halt immer noch. Ich glaube danach, ich glaube das war die letzte Instanz, die ich gemacht habe. Danach, glaube ich, alles Neuland für mich. So. Puh, boah, bei mir in der Wohnung ist es sowas von heiß gerade. Das ist unglaublich. Ich bin ja am Ölen wie Sau. Nicht normal. Das ist aber so eine schwüle Hitze, ja. Wenn es einfach nur warm wäre, wäre es ja egal, aber diese Spülität ist ja ziemlich ätzend. Wir sind echt relativ schnell zu besiegen jetzt, und das gefällt mir. Und wie gesagt, wenn ihr noch nicht das Gamescom-Video von mir gesehen habt, kann ich euch nur nahelegen. Wie gesagt, da ist auch ein Gewinnspiel dabei, was sich für euch bestimmt lohnen wird. Weil die Folge hier, die kommt ja jetzt am Samstag jetzt hier raus, meine ich. Mache ich Samstag fertig. Und da solltet ihr auf jeden Fall, ist heute der letzte Tag, wo ihr halt mitmachen könnt. Morgen mache ich dann die Verlosung an den Leuten, die halt mitgemacht haben. Und ja, da solltet ihr auf jeden Fall heute dann noch die Chance nutzen und euch auf jeden Fall an dem Gewinnspiel beteiligen.
Was halt zu tun ist, ist, ihr müsst halt das Video über die Facebook-Seite von mir halt liken. Über die Black Piccolo bei Facebook könnt ihr mich finden und dann müsst ihr ganz einfach nur die Black Piccolo halt liken und beim Gewinnspiel halt nein, Güte. Ich hab's heute irgendwie vor den Aussetzern, keine Ahnung. Bin immer noch pissig wegen der Gamescom. ja, ihr müsst auf jeden Fall die Black Piccolo-Seite halt liken und halt das Video teilen mit euren Freunden. Und dann werde ich halt, beziehungsweise morgen, dann halt die Ziehung vornehmen, wer dann halt alles mitgemacht hat. Und derjenige gewinnt dann von mir halt das Gamescom-Package. Ja, eine Sache habe ich schon verraten, es wird auf jeden Fall ein Black Piccolo-T-Shirt drin sein. Und ein Beta-Key zu Rainbow Six wird auch dabei sein. Und halt noch ein paar andere Beta-Keys, die euch bestimmt gefallen werden. Ja, jetzt muss ich glaube ich hier runter. Dann bin ich ja schon wieder raus aus dem Gebiet. Ne, ich muss hier noch ein paar Viecher töten. Wie viel muss ich denn noch töten hier? Wo ist denn die Prozentanzeige? Normalerweise habe ich hier immer eine Prozentanzeige. Na, ich glaube, das war's jetzt auch. So. Ich muss Daten runterladen wieder. So, die habe ich auch fertig. Kann ich hier mal die Quests annehmen? Jetzt muss ich da. Jetzt muss ich. Oder? Muss ich da jetzt die andere Seite? Ne, ich muss hier runter. Okay. Gut. Dann wollen wir mal da nach unten. Also, wie gesagt, heute letzte Chance zu mitmachen. Die Regeln kennt ihr jetzt, was ihr machen müsst. Wann ihr euch halten müsst. Ich wünsche jedem auf jeden Fall viel, viel Glück. Oh, was wollt ihr denn? Wollt ihr doch nicht mit mir anlegen, oder? Unglaublich. Haben noch nicht mal was drauf. Und oh, der eine repariert den anderen. Sehr interessant. Aber auch nicht vollständig, so wie es aussieht. So. Vorne ist jetzt nochmal so ein Kristall hier, den kann man noch aktivieren. Und einen Download machen. So. Die Viecher gehören ja sowieso dazu. Können wir direkt mitmachen. Aber die sind ein bisschen größer als die anderen Roboter von gerade. Sieh. Jawohl. Ich hab noch eine Belohnung, die ich vergessen habe einzusammeln. Oh! Lass mir diesen Heilroboter da wegklatschen. Das fallen mir gar nicht, die miesen Viecher hier. So. Hier wieder Energie aufladen. Den habe ich schon. Einen habe ich direkt umgehauen mit meinem Strahler. Also der neue Kristall, der sieht schon ziemlich urig aus. So. Er hat ja mal eine geile Attacke, meine Fresse. Haut da einfach voll drauf. So, was haben wir hier denn Schönes? Also ein Portal musste ich hier einsammeln. Jetzt muss ich hier noch ein paar Viecher töten. Oder? Ja. So, dieses Gebrüll, was ihr im Hintergrund hört, das ist ein Lebewesen, was halt quasi um diese Station hier halt rumfliegt. Auch sehr, sehr interessant. So eine Art Riesen-Walross oder wie man es halt nennt.
Ein Riesenvieh. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt gerade sehen kann. Sieht aber nicht so aus. Okay. Dann wir den Unfall überprüfen. So. Können wir jetzt auch eine Belohnung wieder abholen. Müssen wir jetzt hin, wieder nach vorne. Und dann nach rechts. Ja, aber wie gesagt, diese Instanz hier ist auf jeden Fall nicht einfach so schnell zu machen. Das geht über, auf jeden Fall über mehrere Folgen. Und leider ist unsere erste Folge hier schon um. Hier muss ich jetzt nochmal eben den Zerstörer-Golem wieder aufrichten. Weiß gar nicht, muss ich den aufrichten oder muss ich ihn auch töten? Ja, anscheinend passiert mit dem nichts. Okay. Tja, Leute, das war's mal wieder von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, nachdem ich den Atlas jetzt nochmal aufgewertet habe. So, hier haben wir 50 Punkte. Was haben wir hier? 50 Franken, die können wir auch noch. Haben wir auch noch. Hier haben wir noch 50 Grüne, die haben wir auch. So, das war's. Mehr können wir jetzt erstmal nicht machen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, tschüss.